bereit? Oder? Ja, bin ich bereit. Achso, ja, dann läuft die Aufnahme ab jetzt. Jo, YouTube, was geht ab? Wir sind wieder hier für euch in GTA. Und wir machen jetzt mal ein paar Jobs, weil uns geht schon wieder die Kohle aus. Das ist ja in GTA leider oft der Fall, dass einem das Geld ausgeht. Ja, wir machen einen Stress auf dem Dach, das bringt ja immer ganz ordentlich Knete. Und dann würde ich sagen, wir können die Scheiße starten. Der gute Black Ultra ist auch wieder dabei, wie ihr ihn in der letzten Folge gesehen habt. Also der hat uns diese Aufgabe freundlicherweise zur Verfügung gestellt, weil wir noch nicht das Level dafür haben. Ich bin gleich tot. Oh fuck, mich hat's auch voll erwischt, ey. Bin zwar nicht tot, aber... Ich hab nur ein halbes Leben. Oh, meine Anzeige blinkt schon rot. Meine hat auch schon rot geblinkt, die war fast ganz runter. Wir müssen den einen Typen ja gleich aufhalten, ne? Ach ne, das Dokument wurde schon fallen gelassen. Ich hatte das letzte Mal, wo ich die gemacht habe, ist der Typ mit dem Teil davon gelaufen. Wir müssen jetzt ganz schnell fahren. Ich kann bei dem nicht ins Auto einsteigen. Und natürlich. Jetzt. Und los geht's. Nee, er wollte es nicht. Ah ja, da kommen welche von hinten. Ja, ich kümmere mich um Schießen. Du fährst. Ja, vorne kommen die gleich wieder. Ja, da sind sie. Aber eigentlich lohnt sich das Schießen meistens gar nicht. Nö. Schauen sie eigentlich überhaupt nicht. Was auch geil wäre, wenn man blinken könnte, so realitätsmäßig. Ja, sollte man auch können, aber die Tasten fehlen halt auch so ein bisschen dafür. Boah. Das stimmt. Auf einem PC wäre es natürlich einfacher. Ich glaube, da gibt es auch Mods und so. So war es bei GTA 4. Ja. Ja, ne, die sind echt krass. Die ficken nicht einfach weg. Der kann von Kilometer weit einfach schießen und richtig gut und so. Der fährt die ganze Zeit gegen den Bus. Nein, die schlau sind's nicht. Boah. Mein Auto schafft die Steigung nicht, ey. Das ist schon echt am Kämpfen. Oh, hinter uns war jemand. Irgendwo. Die sind jetzt auch weg. Das hat tatsächlich noch vor. Da kommt uns. Kannst du eigentlich in den Weg fahren? Fahr da rein. Ja, Moment. Vielleicht will er ja auch ins Auto. Ich dachte, damit wir alle in den Endscreen kommen. Da kommen wir sowieso alle rein. Na, muss nicht unbedingt sein. Guck, Black Ultra ist jetzt nicht da. Stimmt. Deswegen hatte ich gedacht, dass wir da gleichzeitig reinfahren. Oh, das hat Geld gebracht. Geil. Ja, und vor allem RP. Ich bin Level 38. So, mir. Ja, auch. Mir. Ich meine, wir bekommen ja auch mehr RP, weil wir Freunde sind und weil wir Crew. Du verstehst.
Wollen wir diese mal eine andere Mission machen? Ballastlieferung? Okay. Klingt irgendwie ganz lustig. Bringt bestimmt nicht so viel Geld, aber. Nee, das glaube ich auch nicht. Aber es ist bestimmt ganz lustig. Ja, wir müssen das Geld nehmen, was wir kriegen. So. Jetzt müssen wir nur warten, bis der Tim endlich da ist. Und er hat verlassen. Jo. So. Kannst du ihm eigentlich eine Einladung schicken? Oh, ich grad mal. Aber das habe ich auch oft, das immer verlassen. Ja, das ist leider zu oft, das stimmt schon. Ich schaue mir mal meine Statistiken an. Ausdauer bin ich einigermaßen gut. Wird irgendwie nicht angezeigt. Oder wo ist denn der? Ja, unter Freunde. Oder Crew. Ja, der wird mir nicht angezeigt. Nee? Weil dann gehe ich mal auf Crewmitglieder. Du bist offline. Was? Ja. Der ist nicht mehr online bei mir. Guck mal schnell nach, aber. Nee, er ist online. Bei mir ist er. Kann sie wirklich nicht einladen? Nee. Dann müssen wir die Mission wohl zu zweit machen. Ich glaube, so schwer ist sie sowieso nicht. Oh, schnell statt, vielleicht wird er dann eingeladen. Ah, er ist eingeladen. Okay, jetzt. Gut. Jetzt muss der Herr nur noch kommen. Wen hast du da noch eingeladen? Da ist eingeladen. Ich habe keinen eingeladen, ich habe Schnellstart gemacht. Da wird sofort alles durchgesaust. Das muss Timme der Erste sein oder der Zweite. Am besten der Erste. Starte ich direkt. Ja, eigentlich denke ich schon, also, dass er kommen würde. Ich bin die ganze Zeit in den Bildschirm, dass ich irgendjemanden einladen soll. Die Liste hier wird auch länger mit dem, die du einlädst. Nein, letzter. Den kenne ich gar nicht. Oh, da kommt einer. Hey Julian! Hallo. Ich guck grad mal deine Videos, du bist der Beste, Mann. Ja, dankeschön. Alles klar, geil. Nimmst du mal drauf? Ja. Na gut, Tim kommt auch. Ey, wo ist der andere von Pete? Er kommt gerade. Achso. Ich glaube, endlich. Ey, Tim ist auch da, geil. Warum macht der denn jetzt den Server weiter, den ihr macht wollt für die Community? Also, ihr habt doch ein. Also der Server soll bald wieder geöffnet werden, war eigentlich der Plan. Boah, geil, Alter. Was muss man so machen? Keine Ahnung, irgendwelche Typen abknallen. Ich bin jetzt übrigens auch wieder da. Ich bin irgendwie in einer Einzelmission da irgendwie so gekommen, alleine für mich. Oh shit. Warum geht der raus? Auf. Lohnt sich eigentlich kaum für die paar Meter, ey. Oh, auf einmal geht die Entschuldigung. Los. Boah, dein Ernst? Musste das sein? Ich bin fast tot. Ich schieße zwei, okay? Also ich glaube, wir haben das mit der. Egal, ich komme mit der Minigun. Ach, Minigun. Das bringt doch nicht, wir haben schon voll erledigt hier. Auf jeden Fall müssen wir auch auf den LKW hier aufpassen. Ja,
Ich glaube, ich fahre lieber, nein. Ne? Dann komm auch rüber. Ja, hau ab. Ich komm mit der rechten Sturm. Oh, fuck, nein. Willst du mit? Ja, ich komm mit. Go. Pass auf, pass auf, da kommt ein Kuppel. Ich hab leider keine Granaten oder Haftbomben, aber das ist schon. Das ist schon. Das Auto schon erledigt, hab das Auto erledigt. Oh, okay. Was geht denn mit dem Jungen? Da kommt noch ein Auto. Muss natürlich ein LKW sein, ne? Die am besten zu steuern sind. Ja. Auf jeden Fall haben wir jetzt noch eine lange Fahrt vor uns. Oh. Boah, fuck, die Karre brennt. Welche? Ich hab ihn also. Nein, die Karre hier. Weil Dingen. Wer ist denn das hier? Boskurt hat da mit dem Minigun drauf. Nicht, dass mein Auto dabei viel gemacht. Ey, lass mal zu dem fahren, komm. Ist Minigun nicht eigentlich voll Geldverschwendung? Nein. Ich kann mit der voll gut umgehen. Ja, aber ich meine, die Munition kostet dafür doch unendlich viel Geld. Ja, ich weiß, das schon, aber... Also damit kann man gar nicht um die Kurve, ey. Damit bist du so gefickt. Oh, den Eier habe ich da rausgeballert, das kann ich ja nicht sagen. Ich glaube, ich schicke. Ich drück ganz durch und wir kommen kaum in Fahrt. Du hast den Platten geschossen. Oh, er schiebt den jetzt von hinten an. Ja, das kann nicht wahr sein. Oh, beeil dich ein bisschen. Ja! Scheiße. Jawohl, Fahrrad. Doch nicht dabei, Fahrrad. Oh. Scheiße, jetzt sind wir auf der falschen Spur gelandet. Wo die Feinde sind. Ihr beide? In meinem Auto? Oh, übrigens, das Auto ist voll geil! Wie viel hat das gekostet? 240.000, glaube ich. Mit Tune hat das, glaube ich, 500.000 gekostet. Boah, wie hast du so viel Geld? Ich habe Jobs erledigt, ich habe Capture gespielt. Capture kriegt man ja so viel Geld und so. Oh ja, klar. Bekommt man da viel Geld für? Boah, die Karre wird voll weggerannt. Boah. Mami! Bekommt man für Capture momentan echt viel Geld, dann soll man das auch mal machen. Wie viel Geld bekommt man dafür so? Doppelt immer. Alles beides doppelt. Also doppeltes Geld und doppelte RP. Ja, und wie viel Geld bekommt man dann? Bei manchen Capture Jobs sind es für 28.000. Lol. Ja, ja. Aber dann müssen auch viele Leute mitspielen, ne? Ich weiß, ich habe eins mit Geld gemacht, hab 25.000 bekommen. Ja, man kriegt schon ordentlich Geld dafür, Jurek. Auf jeden Fall haben wir die Mission jetzt ja auch gleich geschafft. Also das muss ja ordentlich was gebracht haben. Da kamen so viele Feinde. Ich glaube nicht, dass die unbedingt viel bringt. Glaube ich auch nicht unbedingt, aber ich meine, hier ist so viel Feindkontakt gewesen. Also ein bisschen kann man ja wohl verlangen. Das hat damit nichts zu tun. Die ganze Munition. Da verlangen könnte man das viel. Solche Missionen sind ja sowieso nicht rentabel, um Munition zu finanzieren. Ich bin kurz AFK, ich komm gleich, ich bin dann kurz AFK. Das Geld ist ja aber lauschig, ey. Oh, ja. Weg grad die Munitionskosten. Ist immer so, die meisten Missionen, die bringen ja nicht. Ja, warum bekommt er 13.500? Keine Ahnung, vielleicht macht er die Mission. Ich hab die auch noch nie gemacht. Aber ich hab die auch noch nie gemacht. Ah, du hast dasselbe gesagt wie ich. Ja.
Und den macht gar nicht mehr. Ah, oh, das ist wahrscheinlich schon jetzt vorbei. Hier bei Überfall Stürmische See. Dann gehen wir freien Modus. Vor ein paar Tagen habe ich das gespielt, da habe ich noch doppeltes Geld und doppelte AP und boah. Und boah. Ja, dann war das ein Wochenende oder sowas. So ein Special. Dingen da, so ein. Ja, jetzt können wir eine halbe Minute warten. Bobscourt muss auch mal abstimmen. Ach ja, er ist ja AFK. Kacke. Ja, bist du überhaupt. Ja, dann. Ach, das wurde eben kurz auf eine Minute verlängert und jetzt 20 Sekunden. Wisst ihr denn eigentlich, was AFK bedeutet? Away from people. Genau. Er muss ja. Für die Zuschauer, die das nicht wissen. Ja, away from keyboard. Das heißt weg von der Tastatur. Sehr einfallsreich. Oh, Timme. Du alter Hautding, du. Oh. Ich hänge jetzt in der Luft fest. Ach nee, jetzt. Sind wir hier überhaupt auf den richtigen Server? Hallo? Dann gehen wir mal eben bei denen rein. So, Timme, wir kommen. Hallo, ich war in der Einzellobby, also ich bin da gelandet. Ich bin noch im Ladebildschirm. Achso, und ich bin in der Einzellobby gelandet, vielleicht weißt du das ja auch. Aber wir konnten ja kurz reden und dann war ich in der Einzellobby. Ja, und ich bin nach wie vor im Ladedings. So nervig. Naja, dann müssen wir die Folge jetzt schon beenden. Sei auch eh jetzt schon an der Zeit. Ja. Also danke. Dann würde ich sagen. Fürs Zuschauen. Ja, mach du. Ja. Also danke fürs Zuschauen. Es hat uns wieder sehr viel Spaß gemacht, mit euch hier hinter dem Bildschirm eine Runde GTA zu zocken. Wir haben einiges an Geld verdient und hoffen, dass wir uns davon was Schickes leisten können und freuen uns natürlich auf die nächste Folge, wenn wir wieder hier in Los Santos sind. Also, haut rein.